Dieser Pecorilla ist ein Drecksack. Ein elender Drecksack. Immer gibt er uns die schwerste Arbeit. Die erniedrigendste. Und die schweinischste. Ich nehme diese Seite. Einverstanden? Einverstanden. Der Himmel hatte sich aufgeklärt. Die Sonne brannte erbarmungslos. Es herrschte eine Gluthitze. Saro hatte seine Karre schon ein Dutzend Mal auf der Müllkippe entladen, die am früheren Ausgang der alten Chemiefabrik entstanden war. Der Rücken tat ihm weh. Hey, was ist das denn? Plötzlich erblickte er etwas Hellglänzendes auf dem Boden. Oh mein Gott. Es war ein Anhänger in Herzform. Riesig. Mit Brillanten besetzt. In der Mitte prangt ein auffallend großer Diamant. Er hing noch an einer Halskette aus Massivgold, die an einer Stelle gerissen war. Blitzartig schnellte Saros Rechte nach vorn, ergriff die Kette und ließ sie in der Hosentasche verschwinden. Die rechte Hand, so meinte Saro, hatte wie aus eigenen Stücken gehandelt, ohne dass das Gehirn ihr irgendeinen Befehl gegeben hätte. Die Form des Wassers. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Andrea Camilleri. Erster Teil. Saro, ey, komm schnell her. Oh mein Gott. Hey, Saro, wo bleibst du denn? Saro! Was ist denn los? Was zur Teufel hast du? Was denn in dich gefahren? Schau mal dahin. Morgens um 7 stand da ein grüner BMW hinter einem Busch. Und darin saß ein Mann. Reglos auf dem Beifahrersitz, den Kopf nach hinten gelehnt. Der schläft nicht. Der ist tot. Was? Luparello? Der Ingegnere Luparello? Rufen wir Lalici an. Nein, zuerst Cusumano. Warum den Abgeordneten? Nein, ich meine... Hast du was dagegen, dass wir ihm Bescheid geben? Er hat uns zumindest den Job hier verpasst. Lass uns noch mal kurz nachdenken. Die Sache ist wichtig. Also, du weißt genauso gut wie ich, dass der Abgeordnete nichts als ein Pupo ist. Und was heißt das im Klartext? Dass er eine Marionette des Ingegnere Luparello ist, der alle Fäden in der Hand hält. Oder besser gesagt hielt. Mit Luparellos Tod ist Cusumano ein Nichts, eine Niete. Ja und? Nichts und. Also doch die Polizei. Sie machten sich auf nach Vigata. Aber nach ein paar Schritten hielt Pino seinen Freund mit einer brüsken Armbewegung an. Rizzo! Den ruf ich nicht an, da hab ich Schiss. Den kenne ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich ruf ihn trotzdem an. Es war erst 7:45. Aber Avocato Rizzo antwortete gleich nach dem ersten Läuten. Rizzo? Entschuldigen Sie, Avocato, dass ich Sie um diese Uhrzeit störe, wo... Aber wir haben den Ingegnere Luparello gefunden. Es sieht aus, als wäre er tot. Und warum erzählen Sie mir das? Wie? Sind Sie denn nicht sein bester Freund? Wir haben es für unsere Pflicht gehalten. Ich danke euch. Aber zuerst solltet ihr eurer Pflicht als ordentliche Bürger nachkommen. Guten Tag. Wange an Wange mit Pino hatte Saro das Gespräch mitgehört. Die beiden sahen sich erstaunt an. Rizzo hatte reagiert, als hätten sie ihm von der Leiche irgendeines Unbekannten erzählt. Und was machen wir jetzt? Jetzt tun wir unsere Pflicht als ordentliche Bürger, wie der Avocato es nennt. Pino und Saro, die beiden Aushilfsmüllmänner, die eigentlich studierte Landvermesser waren, gingen auf das Städtchen Vigata zu, in Richtung Questura. Sich an die Carabinieri zu wenden, wäre ihnen nicht im Traum eingefallen. Dort führte ein Mailänder Oberleutnant das Regiment. Für einen Sizilianer eine schwere Prüfung. Der Kommissario hingegen stammte aus Catania und hieß Salvo Montalbano. Und wenn der etwas verstehen wollte, dann verstand er es auch. Pronto? Kommissario, wir haben einen Kunden. Männlich. Wer ist es, Fazio? Das wissen wir noch nicht. Wie haben Sie ihn umgebracht? Wissen wir nicht. Besser gesagt, wir wissen nicht mal, ob er überhaupt umgebracht wurde. Brigadiere Fazio, ich glaube, ich höre nicht recht. Also, wer hat ihn gefunden? Zwei Müllmänner. An der Manara, in einem Auto. Gut, bin gleich da. Ruf du inzwischen den Montelusa an. Lass den Erkennungsdienst kommen und sag dem Richter Lobianco Bescheid. Und keine Fotografen.
Na, was gibt's Neues im Hühnerstall? Lass nicht wieder so, Gallo. Wir haben es nicht eilig. In der Kurve nahe der Kirche des Heiligen Karmel konnte Pepe Gallo sich nicht mehr zurückhalten und trat aufs Gas, dass die Reifen quietschten. Der rechte Hinterreifen hing zerfetzt an den Felgen. Er war sorgfältig mit einer scharfen Klinge aufgeschlitzt worden. Die Schnitte waren noch deutlich zu erkennen. Diese Dreckskerle, diese lausigen Hurensöhne. Ihr wisst doch ganz genau, dass sie uns alle zwei Wochen die Reifen aufschlitzen. Na Gott, nochmal! Und jeden Morgen sage ich euch, schaut sie euch an, bevor ihr losfahrt. Aber ihr schert euch einen Dreck darum, ihr Scheißer. Bis sich einer von uns irgendwann mal das Gericht bricht. Als Gallo und Montalbano die Manara erreichten, war der Erkennungsdienst bereits da. Er befand sich in der, wie Montalbano es nannte, Meditationsphase. 5 oder 6 Beamte spazierten rund um die Stelle, wo das Auto stand. Den Kopf leicht nach unten geneigt, die Hände in den Taschen vergraben. Sie wirkten wie Philosophen, die in tiefgründige Gedanken versunken waren. Wieso sind eigentlich keine Reporter hier, Montalbano? Dafür habe ich gesorgt. Dieses Mal bringen sie dich ganz bestimmt um. Wie konntest du ihnen einen solchen Knüller vorenthalten? Weißt du, wer der Tote ist? Nein, aber du wirst es mir gleich sagen. Es ist der Ingenieure Silvio Luparello. Scheiße. Und weißt du, wie er ums Leben kam? Nein, und ich will es auch nicht wissen. Ich schaue mir das lieber selber an. Der Kommissario zündete sich eine Zigarette an. Dann wandte er sich um und betrachtete die ehemalige, von einer hohen Mauer umgebene Chemiefabrik, die den Strand Manara verschandelte. Sie faszinierte ihn, diese Ruine. Er nahm sich vor, eines Tages zurückzukehren, um Fotos zu machen, die er dann Livia schicken würde. Er wollte ja mit diesen Bildern ein paar Dinge von sich und seiner Heimat nahebringen, die sie noch nicht zu begreifen vermochte. Ihr fehlte der sizilianische Geist. Wie ist er gestorben, Dottore? Sehen Sie selbst. Der Ingenieure Luparello war immer ein eleganter Mann gewesen. Ausgesprochen gepflegt, was sein Äußeres anbelangte. Jetzt aber war er ohne Krawatte, das Hemd zerknittert, die Socken heruntergerutscht. Die Brille hing ihm schief auf der Nase. Was den Kommissario aber am meisten schockierte, war die bis zu den Knien heruntergelassene Hose. Der Slip, der aus dem Innern der Hose weiß herausleuchtete, und das zusammen mit dem Unterhemd bis zur Brust aufgerollte Hemd. Und sein Geschlecht, schamlos, anstößig, zur Schau gestellt, groß, behaart und in scharfem Kontrast zu dem feingliedrigen Bau des restlichen Körpers. Wie ist er gestorben? Da gibt es doch wohl überhaupt keinen Zweifel. Wussten Sie denn nicht, dass der arme Ingenieur in London von einem weltbekannten Kardiologen am Herzen operiert worden ist? Ehrlich gesagt, nein. Und was ist passiert? Es liegt auf der Hand. Der arme Ingenieur hatte Lust auf einen guten Fick. Vielleicht mit einer von diesen exotischen Nutten, hat seinen Spaß gehabt und ist dabei draufgegangen. Überzeugt Sie das nicht? Nein. Und warum nicht? Weiß ich selber nicht. Schicken Sie mir morgen die Ergebnisse der Autopsie? Morgen? Sind Sie verrückt? Also übermorgen. Gallo? Fahr mich zurück in die Questura. Aber ich warne dich. Wenn du rast, hau ich dir die Fresse ein. Schon gut, schon gut. In der Questura unterschrieben Pino und Saro ihre Aussage. Darin war fein säuberlich jede ihrer Bewegungen festgehalten. Vor und nach dem Fund der Leiche. Im Protokoll fehlten allerdings 2 wichtige Details. Erstens, dass sie den Toten gleich erkannt hatten und zweitens, dass sie unverzüglich den Avvocato Rizzo angerufen hatten. Sie gingen nach Hause. Pino, der mit seinen Gedanken offensichtlich woanders war, und Saro, der ab und zu die Hosentasche befühlte, in der er die Halskette hatte verschwinden lassen. Salvo Montalbano ging ebenfalls nach Hause, um 3 Stunden zu schlafen. Pronto. Entschuldige, Livia. Ich wollte deine Stimme hören. Ich habe gerade von dir geträumt. Du warst bei mir. Und? Was haben wir gemacht?
das, was wir schon allzu lange nicht mehr gemacht haben. Wann kommst du? Wenn Genua mich lässt.